Hallo, lieber Zuschauer. Heute probieren wir Nascha-Mascha-Waffeln mit Kakaogeschmack. Ich glaube, das ist ein polnisches Produkt, habe ich vom Globus gekauft. Das ist falsch herum. Ist egal. Nein, das ist nicht egal. Guck mal, hier sieht man das so geschrieben, schön gerade, aber wenn man es umdreht, dann ist es falsch. Ich gebe dir einen anderen Tipp. Nein, macht man so, dann liest man und direkt so drehen. Ich mache aber nicht. Ich muss nicht so drehen. Doch. Komm, erzähl keinen Blödsinn. Ich glaube, polnisches Produkt. So. Ich gebe direkt ein Minus bei einer Sache, die weil ja machst du auf. Eingepackt. Machst du einzeln auf, dann ist alle offen. Oh, das mag ich aus. Nicht. Ich liebe Waffeln, ich will mit Schokolade. So. Das duftet doch mal gut. Und? Die sind alt. Die sind gar nicht mehr knusprig. Die sind abgelaufen. Ja. Die sind abgelaufen. Ja. Leider. Egal, ich wusste nicht. Ich hab's. Lieber Zuschauer, ganz ehrlich, ich möchte euch nicht zeigen, unser Bag hinten. Ein Bag. Ein richtiges Bag mit Süßzeug und Salziges. Und ich habe auch hinten auf dem Balkon mindestens hunderte Getränke. Hunderte. Davon sind aber 90, Red Bull. Verschieden. Aber das schmeckt eklig. Ich habe jetzt so gedacht, so in Tunesien gibt es so leckere Waffeln mit Brownie. Die so lecker knusprig und die Schokolade ist schön weich und so. Ich habe mich so gefreut, ich dachte, die schmeckt gleich. Das schmeckt gut, oder nicht? Aber das ist weich. Ich will so knusprig. Ja, leider. Aber schmeckt gut, oder nicht? Ja. Willst du noch ein bisschen? Nein. Okay. Also, leider kann passieren, was soll ich sagen, aber vom Geschmack her, sag's richtig. Vom Geschmack her würde ich 7 von 10 geben. Als abgelaufenes Produkt bekommt er 7. Ich gebe wirklich auch ein, wenn das frisch ist, bestimmt gebe ich 9. Und du? 7. Wenn das frisch wäre. 8. Okay, dann. Danke, dass ihr das Video zugeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.